Jetzt kommt das Wunderbare, es wirkt antibakteriell, antiviral, antimikotisch, antiparasitär. Die körpereigenen Entgiftungsmechanismen kann Methylenblau sehr gut unterstützen und die laufen bei den meisten Menschen, gerade wenn sie gesundheitliche Themen haben, funktionieren die nicht mehr so gut. Wegen der hohen Giftbelastung oder auch, weil Mikronährstoffe fehlen und so weiter und so fort. Es ist antientzündlich, antioxidativ, es fängt freie Radikale ein und hilft bei Zellstress. Es entgiftet, antiviral, antibakteriell, fungizid, also gegen Pilze und noch gegen einige Parasiten. Das zeigt auch, wie stark nervenschützend und regenerierend Methylenblau ist. Also auch bei geschädigten Nerven. Da haben wir auch wieder beim Diabetes, Taubheitsgefühle. Bei allen Erkrankungen, wo es darum geht, dass das Nervensystem geschädigt ist, kann Methylenblau Wunder wirken. In Krebszellen kann es sich anreichern. Wenn man dann Infrarotlicht darauf gibt, in bestimmten Wellenlänge, dann platzen die, dann gehen die einfach kaputt. Kann ja fast alles in Bezug auf Gehirn und Nervensystem oder Nervengesundheit. Das macht einfach richtig viel. Und ich kein anderes Mittel wüsste, was das kann. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Ursula Erhorn. Wir sprechen über eine sehr, sehr spannende Substanz und zwar Methylenblau. Ursula ist ganzheitliche Ärztin aus Berlin und ja, beschäftigt sich schon sehr lange mit diesem spannenden Stoff. Hat auch sehr viele Praxiserfahrungen bei sich selbst, aber natürlich auch bei ihren Klienten oder Patienten und ja, hat sogar extra eine ganz tolle Präsentation für uns vorbereitet, die wir uns gleich ganz genau anschauen werden. Ursula, was sollte man noch zu dir wissen oder auch wie bist du zu diesem Stoff gekommen? Was ist da deine Verbindung? Also als ganzheitliche Ärztin habe ich mich immer dafür interessiert, wie die Welt, wie der Mensch funktioniert und zwar die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Und als wir so viele erschöpfte Patienten bekamen mit schlechter Durchblutung und sogenannter Mikrozirkulationsstörung und wirklicher Erschöpfung, da fiel mir das Methylenblau wieder ein. Und Methylenblau hat halt viele gute Eigenschaften, die ich insbesondere bei den Patienten eingesetzt habe, aber auch für mich selber. Und am Anfang habe ich nur erstmal selbst rumprobiert. Und dann habe ich es auch vielen Patienten empfohlen und habe einfach so fantastische Erfolge damit, dass ich einfach nicht an mich halten kann, das wirklich auch weiterzugeben, weil das so inspirierend ist, weil man was in der Hand hat, wo man wirklich auf einfache Art und Weise viel erreichen kann. Und es ist ja auch sehr, sehr günstig. Also so eine Flasche hält ja sehr lang. Die hält wirklich sehr lang. Also wenn man 100 Milliliter in so einer Flasche hat, das ist so, die Preise sind recht unterschiedlich. Man muss sehr darauf achten, dass man wirklich eine Schwermetallanalyse-Zertifikat dabei hat. Das ist mir immer sehr wichtig und deshalb empfehle ich halt gerne, wo ich wirklich eine ausführliche Analyse habe und nicht nur auf einzelne Metalle, sondern die gesamten, weil bei der Herstellung das wohl so sein soll, dass einige Schwermetalle mit entstehen, wie auch immer das ist. Mir reicht es dann, dass ich eine vernünftige Analyse habe und danach gucke ich dann. Und der, so sagen wir mal, 15 bis 25 Euro für 100 Milliliter. Und man braucht aber nur, um das vielleicht schon kurz vorwegzunehmen, mit 10 bis 20 Tropfen hat man schon eine ganze Menge. Ne? Also ich meine so ich glaube in 30 Milliliter müssten irgendwie so 600 Tropfen sein. Und deswegen, man hat da wirklich ein Jahr was von, wenn man sich so eine Flasche kauft. Ja, nicht ganz. Also wenn ich überlege, wie viel ich so nehme, dann ist es doch schneller alle. Aber man braucht nicht so wirklich viel. Man kann auch langsam damit anfangen. Okay, dann können wir eigentlich mal direkt in deine Präsentation reinstarten. Kannst du einfach deinen Bildschirm teilen und dann ja, navigieren wir uns mal da durch, würde ich sagen. Genau. So. Also, das ist hier mein Praxiskonterfei, das, was wir am Anfang immer haben. Also, Methylenblau, ich habe da nochmal diesen chemischen Namen mit eingeblendet, wurde schon 1876 von einem Chemiker der BASF entwickelt. Und eigentlich hat er das als Farbstoff entwickelt und hat sich, ja, und das, ich glaube, auch Jeans hat man damit gefärbt. Und ein paar Jahre später hat Paul Ehrlich festgestellt, dass man Malaria damit bekämpfen kann. Weil was die gemacht haben, ist, dass die Methylenblau benutzt haben, um lebende Zellen anzufärben und haben gesehen, die freuen sich ja. Also die gehen ja nicht kaputt, sondern die bleiben wirklich vital und sind auch aktiv.
Und dann haben sie das ausprobiert und haben es eben gegen Malaria eingesetzt, weil es in die Zelle geht und eben über bestimmte Mechanismen diese einzelligen oder diese Erreger in der Zelle eben abtötet. Und es ist seit 150 Jahren im Einsatz und es gibt extrem viel Studien. Ich hab ja einen Artikel geschrieben in der OM Ernährung und dann weise ich am Ende nochmal darauf hin. Da habe ich ungefähr um die 70 Studien gelesen. Ich konnte gar nicht aufhören, weil es so viel Informationen gab dafür. Und es gibt halt einen breiten Einsatz und von der WHO ist es sogar als Essential Medicine eingestuft für die Grundversorgung Gesundheitswesen. Und warum das so ist, warum das eben so viel kann, darauf gehen wir halt in den nächsten Minuten ein. Ja, und Also diese halt. wahrscheinlich war die Einstufung von der WHO jetzt nicht erst in den letzten 3, 4 Jahren, wo die sich ja nicht auch mit Ruhm bekleckert hat, sondern wahrscheinlich auch schon etwas vorher, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Es ist vielleicht auch für manche Menschen wichtig, dass sie irgendeine offizielle Stelle haben, egal wie man die jetzt bewertet, die eben so etwas aussagt. Ja. Und das ist die chemische Formel. Man sieht diese CH3-Gruppen, das sind sogenannte Methylgruppen. Unser Körper braucht ständig Methylgruppen, damit er quasi regulieren kann, damit die DNA richtig abgelesen kann, damit die Gene wissen, jetzt muss ich hier ein bisschen mehr Protein produzieren, hier muss ich weniger machen. Dafür sind immer Methylgruppen wichtig. Das ist so eine Eigenschaft. Und ja, es ist synthetisch, also es hat eigentlich so eine braune Farbe, kaum knallblau, sondern eigentlich eher so bräunlich. Und wenn man das dann ins Wasser tut und so ein bisschen runtersinken lässt, sieht wunderschön aus. Wenn man es umrührt, ist das dann sehr blau. Und ich trinke es halt immer lieber mit dem Strohhalm, sonst habe ich immer blaue Lippen, wundern sich die Leute. Und es dauert dann ein bisschen, bis das so eine Stunde, bis es dann an den Lippen wieder weg ist. Also nehme ich gleich einen Strohhalm. Also es färbt die Nervenzellen und wirkt gegen Malaria. Und auf der Seite vom Paul-Ehrlich-Institut, da gibt es auch eine Datei, die kann man sich herunterladen. Und dann bekommt man so einen Artikel, wo es um die, das ist so eine klinische Wochenschrift. Und da unter anderem schreibt, da wird in dem Artikel beschrieben, dass Methylene Blau, dessen Unschädlichkeit bzw. heilsame Wirkung wir aus vielen eigenen Erfahrungen kannten, bei Malaria therapeutisch zu versuchen. Das war Rest des Satzes. Unsere Erwartungen sind voll erfüllt worden. Wir konnten nachweisen, dass Methylene Blau eine ausgesprochene Wirkung gegen Malaria entfaltet. Das ist natürlich so, wenn wir wissen, dass es in die Zelle geht und dass es sogar gegen so große Erreger wie die, die bei Malaria in die Zelle eindringen, wirkt, dann kann man sich vorstellen, dass es auch gegen andere Erreger wirkt. Das ist nämlich auch eine Eigenschaft, dass es gegen Bakterien wirkt, gegen Viren wirkt, gegen Pilze wirkt und auch eben gegen einzelne einzellige Parasiten. In der Und Chronik. das war aus dem Jahr 1891, glaube ich, stand da, ne? Also schon Die 130 Jahre. Wochenschrift. Genau, es ist auf jeden Fall recht alt. Die genaue Zahl kann ich jetzt nicht legen. Ich habe die Brille Ja, nicht auf. steht drauf, 28. September 1891. Übrigens, meine Lesefähigkeit hat sich natürlich deutlich verbessert. Ich habe das am Anfang extrem gemerkt. Ich habe eine Lesebrille Ja. und die hat aber nur eine Dioptrie, das ist das Kleinste. Und ich habe dann immer vergessen, die aufzusetzen und dachte so, das ist ja mal interessant. Also die Sehfähigkeit hat sich da deutlich auch verbessert. Durch das Methylenblau. Durch das Methylenblau, ja. Keine Heilaussage an dieser Stelle. Ach so, ja, nein, es ist keine Aussage. Ich kenne mich mit diesen rechtlichen Dingen da nicht so aus. Ich rede halt als Ärztin aus, Ja. ja, meiner Begeisterung und man soll und darf auch einfach kein Heilversprechen haben, machen. Und es gibt auch Kontraindikationen. Es gibt auch Dinge, wo man vorsichtig sein muss. Und es gibt auch Menschen, die sind gerade so die Schwermüdigkeitspatienten. Das System ist so fragil, dass wenn man da. Wenn das hält sich so gerade die Waage und wenn ich dann an einer Stelle ein bisschen was verändere, kann ich natürlich einen riesen Effekt auslösen in alle Richtungen. Und deswegen ist es auch gerade hier so, dass man kann ja mit einzelnen Tropfen auch anfangen, die man in ein Glas Wasser tut, bevor man erstmal nur einen Schluck trinkt und das langsam, langsam steigert und guckt, wie man darauf reagiert. Also in der konventionellen Medizin wird es eben viel eingesetzt. Bei der Methemoglobinämie. Was ist das? Das ist quasi, wenn unser Hämoglobin, unser sauerstofftransportierender Farbstoff, der in den roten Blutkörperchen ist, nicht mehr genug Sauerstoff binden kann.
Das passiert bei chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Diabetes, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn das Blut einfach dicker ist, quasi, ne, wo die Leute dann Gerinnungshemmer nehmen müssen. Das sind die Situationen, wo Methylenblau die Sauerstoffversorgung deutlich verbessern kann. Zum Beispiel ist das auch so bei der Cyanidvergiftung. Da wird es dann auch eingesetzt, muss man sich mal vorstellen. Also eine Cyanidvergiftung, Cyankali, das ist ja so tödlich und so giftig. Wenn da Methylenblau was ausrichten kann, wie sensationell ist das? Auch bei zum Beispiel einer Rauchvergiftung. Man hört dann, die Leute haben den Brand überlebt, die liegen dann im Krankenhaus, haben zu viel Rauch eingeatmet, das heißt Kohlenmonoxid. Das Kohlenmonoxid bindet sich anstatt des Sauerstoffs an unser Hämoglobin. Und dann ist die Zellatmung eingeschränkt. Und die Leute ersticken quasi, weil das Kohlenmonoxid von denen einfach das Hämoglobin nicht freigibt, um wieder Sauerstoff dran zu binden. Bei Harnwegsinfektionen wurde es viel eingesetzt, weil das wird ja über die Blase ausgeschieden. Und man sieht auch den blauen Urin. Das ist für mich auch immer ein Hinweis darauf, wie stark quasi das Methylenblau, ich würde jetzt mal banal formulieren, aufgebraucht wird. Also wenn ich zum Beispiel spät ins Bett gegangen bin und vielleicht auch noch ein Glas Wein abends getrunken habe, also so Sachen, die irgendwie den Stoffwechsel eben belasten, und ich nehme morgens mein Methylenblau und beim ersten Toilettengang, dann sehe ich schon, der Urin wird immer noch nicht blau und beim zweiten auch noch nicht und dann erst gegen Abend wird er dann blau, dann weiß ich, okay, du hast wirklich ein Defizit gehabt, an was ausgeglichen werden musste, und da hat Methylenblau dann seine Arbeit getan. Für die chirurgische Markierung wird es eingesetzt. Man kennt das zum Beispiel beim Brustkrebs. Da gibt es einen sogenannten Sentinel-Lymphknoten. Das ist der erste Lymphknoten, wo die Zellen hinwandern, und das möchte man halt herausfinden, ob der befallen ist, und dann markiert man den eben mit Methylenblau. Oder wenn man so Gänge hat, das nennt sich Fistel. Also irgendwelche Gänge, wo man nicht weiß, wo kommt denn das her, wo führt denn das hin? Dann spritzt man halt Methylenblau hinein und guckt, an welcher Stelle es rauskommt. Und dann wird es ja von den Schleimhäuten, wo auch immer das dann ist, auf der Haut, auf der inneren Haut, auf den Schleimhäuten, wird es natürlich auch aufgenommen. Und dann haben die Leute auch blauen Urin und es wird wieder ausgeschieden. Man hat es auch eingesetzt, ganz früher in der Psychiatrie. Und hat die Pillen damit gefärbt, weil man herausfinden wollte, ob die psychisch kranken Menschen, die diese Medikamente bekamen, die Pillen auch wirklich nehmen. Dummer, wenn die jetzt, sagen wir mal, eine hohe Oxidation hatten, dann wurde ihnen vielleicht angedichtet, dass sie ihre Pillen nicht nehmen, weil das natürlich erstmal nicht blau wird. Aber man hat dann festgestellt, denen geht es ja auch psychisch irgendwie besser. Was ist das denn? Also, da komme ich gleich noch drauf, warum das auch eine psychische Wirkung hat und das nicht zu knapp. Also eben histologisch werden Zellen immer noch damit angefärbt, also Zellschnitte. Dann wird es bei Chemotherapie auch intravenös gegeben. Da gibt es ein Chemotherapeutikum, das Ifosfamid. Das macht halt Hirnschäden und man möchte halt das vermeiden und gibt dann Methylenblau. Und das zeigt auch, wie stark nervenschützend und regenerierend Methylenblau ist. Daraus ergeben sich schon viele Indikationen, also auch wirklich bei geschädigten Nerven. Da haben wir auch wieder beim Diabetes, die Polyneuropathie, diese Kribbelmissempfindungen, Taubheitsgefühle. Bei allen Erkrankungen, wo es darum geht, dass das Nervensystem geschädigt ist, kann Methylenblau unter bestimmten Bedingungen, und das sollte wirklich auch ärztlich begleitet werden, kann eben Wunder wirken, muss ich wirklich sagen. Dann gibt es die sogenannte photodynamische Therapie. Das heißt, in Krebszellen kann es sich anreichern. Und wenn man dann das rote, das Infrarotlicht darauf gibt, in bestimmten Wellenlänge, dann platzen die, dann gehen die einfach kaputt. Dann habe ich was gefunden, das war in der L, so ein Artikel: Methylenblau, ist das der Faltenkiller der Zukunft? Warum? Wir kennen Coenzym Q10. Da heißt es immer für die Haut ab 40 mit Q10. Und dann sieht man, dass die Creme so ein bisschen gelblich ist. Warum? Weil Q10 in der Atmungskette unserer Zellen einen wichtigen
eine wichtige Stelle einnimmt. Und Methylenblau tut das auch. Nur man kann natürlich die Cremes nicht wirklich so blau machen. Man kann das auf die Haut tun, aber dann ist die Haut auch wirklich blau. Ich habe es mal bei einer Brandwunde drauf gemacht und hatte sofort keinen Schmerz mehr. Und die Blasis hat sich auch sofort zurückgebildet, die schon da war. Und dann habe ich mich wieder an meinem blöden Backofen. Ich habe mich blöd am Backofen verbrannt und dachte, oh, jetzt machst du mal lieber gleich Methylenblau drauf und dann habe ich nicht mal eine Blase bekommen. Diese schmerzlindernde Wirkung, diese regenerierende Wirkung auf die Haut ist einfach sensationell. Darum empfehle ich es auch den Müttern, den Kindern auf eine Schürfwunde oder so. Man kann das auch auf offene Wunden mitmachen. Und mein Hund hatte sich gerade diese Daumenkralle rausgerissen und hat Schmerzen gehabt. Dann habe ich das da drauf getropft. Ja, das ist fies. Und dann merkte man meinem Hund einfach an, also sie deutlich weniger Schmerzen hatte, meine Hündin. Da hatte ich übrigens auch die Erfahrung, das ist eine Windhündin. Und als ich die aus dem Tierschutz adoptiert habe, war die noch nicht so folgsam, die kannte das alles nicht und ist mir dann mal so ab durch die Mitte gerannt. Also ich musste wirklich hinterher rennen und gib alles und habe dann meinen Hund eingeholt und dachte so, wieso bin ich nicht außer Atem? Das geht doch gar nicht. Und habe überlegt, das geht. Also ich bin so gerannt, ne? Und habe den eingeholt und war nicht außer Atem. Und dann fiel mir ein, ja, du hast doch jetzt gerade Methylenblau genommen. Da hatte ich den zweiten Tag 10 Tropfen nur genommen von dieser 1% Lösung und hatte so eine Leistungssteigerung, dass ich selber sehr fasziniert war. So, es ist. Ganz kurz noch zum Thema auf Wunden geben, Schürfwunden und so weiter und so fort. Ein cooles Mittel ist da ja auch, was sieht. Wann würde man eher was sieht nehmen und wann Methylenblau? Oder könnte man auch beides sogar drauf machen? Also beides würde ich nicht drauf machen. Und Ja. was bei Kindern drauf zu machen, dann, also die jubeln einfach ganz schön im negativen Sinne, sage ich jetzt mal, weil das sehr weh tut. Was Okay, ja also schon unserer mag das zum Beispiel, aber ich habe sonst keine Erfahrung. schwer. Also du sagst, Ja. gerade bei Kindern ist es ist mit Methylenblau deutlich einfacher. Ist deutlich einfacher, dass Gute bei Wasserstoffperoxid ist, dass es die Blutung stillt. Also mein Sohn erzählte eine Geschichte, die haben immer auf der Reise Wasserstoffperoxid dabei gehabt, aber ich habe ihm das sehr konzentriert mitgegeben, damit er das entsprechend verdünnen kann und nicht viel mitnehmen muss. Und ein Freund von ihm hatte einen Surfunfall mit einer großen Fleischwunde und er hat nicht daran gedacht, dass das doch sehr konzentriert ist und hat ihm das drauf gemacht. Er sagte dann, ja, der musste erstmal einen Moment meditieren, aber die Wunde hat halt nicht weiter geblutet. Und wenn du im Ausland unterwegs bist und eine Fleischwunde hast, ich meine, dann musst du desinfizieren und musst gucken, dass das Ding zum Stehen kommt. Ne? Das war dann mit Wasserstoffperoxid der Fall. Ja, und Methylenblau ist halt nicht schmerzhaft. Im Gegenteil, ist so, dass es sogar den Schmerz nimmt. Also Methylenblau ist ein Elektronenspender. Manche Patienten sagen, ja, aber das ist so blau und da traue ich mich nicht dran und das ist doch synthetisch und ist das nicht giftig und es sieht so blau aus. Dann sage ich immer, DMSO ist auch synthetisch. Und werden ganze Bücher darüber geschrieben, was DMSO alles kann. Und bei Methylenblau ist es natürlich erstmal befremdlich, dass es so blau ist, aber es hat auch in der Natur keine natürliche Vorlage. Es ist synthetisch hergestellt, okay. Aber nichts hat ein so starkes Potenzial, Elektronen abzugeben. Und was führt dazu, dass unsere Atmungskette in der Zelle funktionieren kann? Das sind die Elektronen. Elektronen werden in unseren Zellorganellen, unseren Zellkraftwerken dringend benötigt, um Energie zu produzieren. Und dieses Energiemolekül, was über 5 Schritte produziert werden muss, heißt ATP. Und dieses winzige Molekül ATP, was wir dringend brauchen, um überhaupt jegliche Funktion in unserem Körper zu unterstützen, müssen wir einmal am Tag in der Menge unseres eigenen Körpergewichts recyceln. Das heißt, wir sind wirklich ein Hochleistungsofen, der mit viel Aktivität braucht. Und in dieser Atmungskette der Zelle, in diesen 5 Schritten, die sind ja notwendig, damit am Ende dieses Energiemolekül da herauskommt.
Und in diesen 5 Schritten entstehen aber auch freie Radikale, also Sauerstoffradikale. Das sind auch wieder, das ist wie, wo gehobelt wird, da fliegen Späne. Und diese Späne müssen letztlich auch wieder weggeschafft werden. Und das Gute ist, dass Methylenblau quasi 3 Schritte überspringt und sofort in dem 4. Komplex, kurz bevor das Energiemolekül dann fertig rauskommt, quasi die Elektronen reingibt und abgeben kann. Das ist halt diese sensationell gute Eigenschaft. Das ist so, erkläre ich meinen Patienten immer, als ob man einen Grillanzünder aufs Feuer schmeißt. Man hat viel Flamme, aber ganz wenig Asche. Und das ist so wie mit den freien Sauerstoffradikalen. Dann kann die Zelle sich erholen. Das heißt, die Mitochondrien können sich erholen und können sich regenerieren. Coenzym Q10 wird weniger gebraucht. Das ist ja ganz wichtig für die ganzen Herzkranken auch, dass sie wirklich eine gute Energieversorgung in der Zelle haben. Und Q10 aufzusättigen dauert häufig sehr lange, weil das wirklich, es muss ein wirklich gutes Produkt sein, bis es dann endlich wieder genug ist. Und eigentlich bei jedem Patienten, wo ich es gemessen habe, war ein Mangel, wenn er nicht wirklich schon was extra eingenommen hat. Das heißt, das kombiniert sich, also das passt auch gut zusammen, dass man dann auch Coenzym Q10 einnimmt und seine Zelle eben damit regeneriert. Diese Elektronen, also Methylenblau macht ja halt diese, nicht nur, dass es Elektronen spendet, es nimmt sie auch. Also es ist ein Akzeptor aus dem 1. Komplex der Atmungskette anstelle von Ubiquinon, das ist das Q10 und ist damit wie so ein Shuttle-Service und überspringt dann Komplex 1 bis 3, um dann direkt, das ist für die Mediziner und Biochemiker, wie auch immer, direkt Elektronen in diesen 4. Komplex zu spenden. Damit haben wir eben eine schnelle Energieübertragung. Nochmal ganz kurz, damit ich es richtig verstehe, man spart durch die Einnahme von Methylenblau, spart man quasi Q10 ein. So könnte man es auch ausdrücken, Was ja. dann dadurch für andere wichtige Körperprozesse verwendet werden kann. Wieder zur Verfügung steht oder überhaupt erstmal richtig aufgesättigt werden kann, weil das sehe Ja. ich wirklich bei einigen Patienten, dass ja, die sich auch scheuen, jetzt qualitativ, also sagen wir mal, teurere Produkte zu kaufen, und dann einfache Produkte nehmen, die einfach nicht funktionieren. Man muss wirklich, weil Q10 ist auch sehr empfindlich und Herstellung spielt einfach eine große, wichtige Rolle. Und häufig sehe ich dann, dass Q10 sowieso im Mangel ist und die Leute das auch ganz brav nehmen, aber es einfach nicht wirklich anstrengend. Jetzt Redoxpotenzial. Was heißt das denn? Redoxpotenzial heißt, wir haben ständig in unserem Körper Oxidation und wir müssen das wieder reduzieren. Also wir müssen die oxidativen Prozesse, die auch notwendig sind, wieder ausgleichen. Und dazu dient unter anderem Methylenblau, weil es nämlich weil es schnell hin und her springen kann zwischen der oxidierten und der reduzierten Form. Und dann kann man sich das vorstellen, als ob das in den Mitochondrien, unseren Zellkraftwerken, unseren Kraftwerken in den Zellen, wo auch die Atmungskette ja eben abläuft, dass es da kreist, dass es da hin und her springt. Und immer wieder da, wo es gebraucht wird. Und wenn es eben nicht so gebraucht wird, das ist das, wo wir das dann im Urin sehen. Und es empfängt dabei Elektronen von NADH. Und das ist auch so, manche Patienten fragen mich, sie möchten gerne so eine NADH-Infusion haben. Da bin ich nicht so ganz ein Freund von, weil es ist einfach verdammt teuer. Und ich habe 2 Tage einen tollen Effekt. Warum gehe ich nicht hin und sorge dafür, dass meine Zelle vernünftig das selber alles regeln kann? Weil alleine also es ist toll, es macht ganz viel, die Leute fühlen sich gut, aber für Es im geht Rahmen. nicht an die Ursache, an die direkte, Es primäre. geht nicht an die Ursache und alleine, ich meine, so mit Kühltransport transportiert werden, allein die Materialien, die Ampulle kostet schon 300 Euro, dann muss das ganz langsam laufen, 5 bis 8 Stunden und der Aufwand für den Effekt finde ich unverhältnismäßig. Also in der Mitochondrien-Atmungskette. Und dann wird es in Leukomethylenblau umgewandelt. Was heißt das? Das ist das, wo das Methylenblau quasi entfärbt ist, wo wir das dann nicht sehen, weil es hat sein Redoxpotenzial aufgebraucht, wurde dabei eben selber oxidiert und dann hat es eben diese,
dann sieht man die Farbe nicht mehr. Deswegen, manche sagen, ja, ich kann das ja in Orangensaft tun oder mit Vitamin C zusammen einnehmen. Das habe ich für mich noch nicht richtig geklärt, weil ich dann denke, ja, wird denn das wieder dann im Körper freigegeben oder nicht? Dazu habe ich noch nicht richtig was gefunden. Wenn Das ich wollte ich auch das. fragen. Das habe ich auch schon häufiger gesehen mit dem Orangensaft. Ja. Es wird wahrscheinlich so sein, weil wenn es kreisen kann, dann kann es dann wahrscheinlich wieder im Körper wieder umgewandelt werden. Aber ich denke dann so, das schmeckt ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja, schmeckt leicht bitter. Man kann es mit dem Strohhalm trinken und ich muss es nicht unbedingt in O-Saft nehmen. Also ich werde es mal ausprobieren, den O-Saft zu nehmen und gucken, ob der Urin trotzdem blau wird. Ja, es gibt auf jeden Fall vom Geschmack her deutlich Schlimmeres. Ja, das stimmt. Also dieser Zytochrom C-Komplex ist das und reoxidiert dann wieder zu Methylenblau zurück. Und jetzt kommt auch was ganz Wichtiges. Es ist für biologische Membranen sehr durchlässig. Also es ist sowohl hydrophil, das heißt wasserliebend, das kann sich im wässrigen Milieu quasi verbreiten, als auch lipophil, das heißt im fetthaltigen Milieu. Und wo haben wir den höchsten Fettanteil? Im Im Gehirn. Nervensystem. Genau. Im Gehirn. Darum passiert es auch die Blut-Hirn-Schranke, es reichert sich zum Teil an und kann seine neuroprotektiven, sprich seine nervenzellschützenden Funktionen einsetzen. Ist es nicht beim DMSO auch so, dass es diese Eigenschaft hat? Also, dass es hydro- und lipophil ist? Als Löse? Oder dass es die Sachen Ja. lösen kann? Also. Ja, das ist so. Es Was kann ja sagst auch. du eigentlich zu der Kombination DMSO und Methylenblau? Das wird gerne so angeboten. Ich sage dann immer, ich begrenze ja zusammen mit DMSO die Menge von Methylenblau. Also wenn ich dann meine 10 Tropfen nehme und schmecke schon stark das DMSO und ich würde es jetzt steigern, ja, dann würden die Patienten wegrennen, wenn ich das genommen habe, weil das, weil man dann einfach anfängt, sehr zu stinken, weil man eben Ja. diesen Spiegel wieder abatmet. Und darum sage ich, Methylenblau braucht eigentlich kein DMSO. Oder ich nehme das DMSO separat. In der Menge, wie ich es will, aber ich würde es nicht gleich schon mischen, weil damit begrenze ich einfach die Menge von der Einnahmemöglichkeit von Methylenblau. Ja, aber wenn jetzt jemand aus welchen Gründen auch immer kein Problem mit diesem Geruchsthema hat, dann spricht nichts dagegen. Spricht nichts dagegen. Und bei der äußeren Anwendung, du hast vorhin gesagt, auf Wunden und so weiter, ist es dann noch besser mit DMSO, weil es noch besser einzieht und so weiter, oder würdest du es nicht unbedingt sagen? Ja, es würde in tiefere Hautschichten eindringen und je nachdem, wie tief die Verletzung ist, auch. Ich kann mir Ja. gut vorstellen, dass das da auf jeden Fall unterstützend wirkt. Okay. Man merkt hier, dass also ich hatte am Anfang auch Methylenblau mit DMSO und wenn ich das getrunken habe, habe ich das kurz danach dann wirklich sehr stark weiter nachgeschmeckt. Also beim Trinken selber noch nicht den Geschmack, aber dann, wenn es dann eben über die Schleimhäute sofort aufgenommen wird, das wird ja, geht ja sehr, sehr schnell, dann schmeckt man das ja auch schon. Also dringt sehr tief ein. Okay. Also unter pathologischen Bedingungen haben wir einen Schutz vor oxidativem Zellstress. Und wenn wir sehr viel oxidativen Zellstress haben, produzieren wir sehr viel Wasserstoffperoxid. Das kennen wir aus der, also viele sagen so, ah, H2O2, das war das, was du vorhin sagtest, auch auf Wunden. Das bleicht doch. Nein, es oxidiert. Es oxidiert Farben und es oxidiert auch die Farbe im Haar. Und wenn der Körper zu viel freie oxidative Valenzen hat, dann muss er das irgendwo hinpacken. Und was macht er dann? Da habe ich jetzt einen Fehler. Also dann macht er jedenfalls graue Haare. So, das kommt aber gleich noch. Das habe ich jetzt vorweggenommen. Ja. Also in dem Redox-Zyklus ist es so, dass es durch diese reversiblen Eigenschaften eben diesen Elektronentransport verbessert, die Energieproduktion verbessert und damit die zelluläre Energieversorgung. Und das, was dann passiert, zum Beispiel, wenn einer früh graue Haare bekommt, also der Mann auf dem linken Bild, der ist eigentlich noch nicht alt, aber trotzdem hat er schon viele weiße Haare. Und das ist immer so ein Zeichen für mich, dass ich denke, ja, wie ist denn das eigentlich hier mit dem Glutation, was ja hauptsächlich mit dafür verantwortlich ist, auch diese Oxidation zu neutralisieren? Die Hälfte der Menschen haben in der Genetik, es gibt drei Gene, die halt das Glutation dahin bringen, wo es hin soll, die Glutation-S-Transferasen.
Und bei 50% ist da die Aktivität des einen schon, dieses einen Enzyms schon reduziert. Und das zweite ist so ungefähr bei 25% der Menschen reduziert. Also das ist ja nicht selten. Und dann frage ich oft auch noch, wie war denn das bei Ihren Eltern? Hatten die früh weiße Haare? Na, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Verbesserte Sauerstoffversorgung, da hatten wir eingangs drüber gesprochen. Diese Methemoglobinämie oder auch nach einer Rauchvergiftung, das ist eben die Sauerstoffversorgung, da deutlich verbessert. Das ist ja auch wichtig bei den Mikrozirkulationsstörungen, sprich bei den kleinen Gefäßen, die einfach nicht mehr richtig durchblutet sind. Das haben wir bei Diabetes, das haben wir auch bei vielen chronischen entzündlichen Erkrankungen, weil es wirkt auch antientzündlich. Und eben bei systemischer Entzündung, da haben wir einen Sauerstoffmangel, also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, diese Mikrozirkulationsstörung und da werden auch vermehrt diese freien Sauerstoffradikale gebildet, die dann das Hämoglobin, unseren Sauerstofftransport, dann auch blockieren. Und eine schwere Methemoglobinämie und Zyanidvergiftung ist eben das, wo es dann mit der Sauerstoffversorgung ganz schlecht wird. Da kommt es dann wirklich zur Sauerstoffunterversorgung. Ich mache das so, dass ich bei meinen Patienten sage, nehmen Sie mal die Hände, machen diese ganz fest zur Faust und dann öffnen Sie ganz schnell. So, jetzt habe ich die natürlich nach oben gehalten. Ich mache das so, dass die so flach vor mir hinhalten. Und wenn das einen Moment länger dauert, das Blut wird ja so weggepresst. Also man hat dann so eine stärkere Rötung und weiße Felder und das muss sich ganz schnell wieder auflösen. Und wenn Sie dabei aber nicht innerhalb von 2 Sekunden das wieder weg ist, 2, 3 Sekunden, dann gucke ich mal nach der Gerinnung. Also ob die Blutgerinnung aktiviert ist, insbesondere die D-Dimere und wie viel Fibrinogen, nicht das, was so üblicherweise gemessen wird, Quick und PTT oder INR, das sind nicht die Werte, woran ich das so festmache, sondern wirklich an den D-Dimeren, an den Fibrinogenverbrauch, Prothrombinfragmente, Thrombin, Antithrombin, das sind so Werte, die man nehmen sollte. D-Dimere können auch mal erhöht sein durch Sport, das muss man eben auch differenzieren, dass man nicht gleich denkt, man hat ein Problem damit. Dann muss man eben andere Parameter auch nehmen. Und wenn ich das sehe, dann ist für mich, gucke ich, gibt es irgendwelche Kontraindikationen und dann gebe ich auch gleich die Empfehlung, Methylene Blau einzunehmen. Man könnte ja sagen, dass also Methylenblau bei vielen Dingen, die ursächlich an vielen chronischen Erkrankungen beteiligt sind, sehr gut einen sehr guten Beitrag leisten kann. Also Sehr viele. Sauerstoffmangel, Elektronenmangel, systemische Entzündungen, Energiemangel, da bringt es über Schlechte seine. Herz, ja. Regeneriert den Herzmuskel. Das ist auch regeneriert Bindegewebe, Kollagen, damit auch bei Arthritis und Arthrose sehr sinnvoll. Bei chronischen Nervenschäden oder überhaupt bei Nervenschäden überhaupt, die bleiben ja dann chronisch, regeneriert sich ja schlecht. Ja, das sind so die wesentlichen Eigenschaften. Und wir kommen noch zu ein paar weiteren, die auch noch dazu gehören. Also alle Erkrankungen, die mit einer Hemmung der Zellatmung einhergehen. Und das sind so gut wie alle. Also ich habe mir mal aus dem Buch von Kuklinski die ganzen Mitochondrienschäden in eine Tabelle eingetragen, weil ich dachte, ich muss das alles irgendwie verstehen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und am Ende dachte ich, ja, wir haben immer Mitochondrienschäden bei jeder Erkrankung, bei jeder chronischen Erkrankung. Und deswegen, wenn wir den Sauerstofftransport verbessern, deswegen helfen diese ganzen Sauerstofftherapien so unglaublich. Wenn Sauerstofftransport, Sauerstoffversorgung in der Zelle verbessern, ist das das Beste, was wir tun können. Und wenn wir das eben frühzeitig einsetzen, dann können wir Zellschäden vermeiden und vorhandene eben auch tatsächlich reparieren. Bis zum gewissen Maße. Nicht überall, nicht alles geht natürlich. Und es entgiftet auch das noch. Also, wir haben einmal die endogenen Stoffwechselabbauprodukte, wie zum Beispiel Ammoniak. Was ja auch Das viele betrifft, oder? Dass sie selber Ammoniak produzieren.
Definitiv. Wir produzieren physiologischerweise beim Abbau von Eiweißen immer Ammoniak. Und Ja. dann wird es aber normalerweise ausgeschieden. Wenn wir jetzt aber ein schlechtes Darmmilieu haben, dann produzieren wir Gärung, Fäulnis und haben noch viel mehr Ammoniak. Wenn wir dann noch nicht das richtige pH-Milieu haben, das heißt zu basisch im Darm sind, da geht es nicht um basische Ernährung oder basisch sein ist gut, aber nicht im Darm, nicht im Dickdarm, wo dann, wenn der pH-Wert zu hoch ist, zu basisch ist, wird nämlich der Ammoniak rückresorbiert. Und das merken die Leute oftmals auch daran, ich meine, gut, der Stuhl riecht auch entsprechend, aber so klassisch ist auch, dass sie abends nicht einschlafen können, weil einfach dieser Ammoniak tatsächlich auch am Schlafen hindert. Und er kann aber So. trotzdem müde machen, oder? Also Energiemangel produzieren, weil die Energiemangel. Leber überfordert ist und so weiter und so fort. Ja, definitiv. So, und das ist dann die Situation, wo die Leute müde sind, aber nicht in die Ruhe kommen, nicht in Schlaf finden können. Das kann auch andere Ursachen haben, aber einer mit dabei. Und dann exogene Zellgifte, ganz wichtig, das Arsen. Das ist auch Arsen mit entgiftet oder es wird auch eingesetzt bei Schlangen- und Spinnengiften und Organophosphaten. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also Organophosphate werden zum Beispiel eingesetzt oder zählen zu den am meisten eingesetzten Pestiziden in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Haus. Und ja, heißt das wahrscheinlich auch viele Leute, das direkt oder indirekt betrifft, weil das wahrscheinlich dann ja auch in den Lebensmitteln, vor allem in den konventionellen Lebensmitteln vorhanden sein könnte. Und Arsen finde ich auch spannend, weil ja, wäre jetzt auch noch spannend, wie deine Erfahrung ist, aber ich glaube, das betrifft ja auch sehr viele Leute, oder? Also nicht nur die, die tonnenweise Fisch und Reis essen, sondern auch generell misst du das wahrscheinlich relativ häufig, dass das hoch ist, oder? Ja, das war auch ganz interessant, als wir bei der Teamsitzung sagte meine eine Mitarbeiterin, ja, bei der Chelatausleitung machst du ja jetzt viel mehr noch das Dimerval, was Arsen ausleitet. Du machst ja gar nicht mehr so viel mehr oder weniger von dem EDTA oder so, das jetzt so viel mehr. Und wollte so von mir wissen, ob ich das jetzt so eine andere Vorliebe entwickelt hätte. Dann habe ich gesagt, nein, das liegt nicht daran. Es ist nur sehr auffallend, dass wir so in den letzten 4 bis auch 5 Jahren ist es extrem geworden, dass ich hohe Quecksilber immer in Kombination mit Arsen finde. So Blei leite ich halt anders aus, aber Blei und Quecksilber potenziert sich auch, wenn dann noch Arsen dazu kommt. Das ist einfach sehr, sehr viel. Und wir haben deutlich mehr Arsenbelastungen, als wir das noch vor ein paar Jahren hatten. Und mit den Organophosphaten habe ich auch persönlich mal eine Erfahrung gemacht. Ja, ich habe auch eine Entgiftungsstörung. Man kann das ja alles quasi biohacken. Aber ich bin mit dem Flugzeug geflogen und war an einem Umschlagplatz eben. Das ist Amsterdam und Frankfurt. Das sind so die großen, wie nennen, ja, Umschlagplätze, also wo man in die nächsten Länder fliegt und über einen großen Teich. Und dort werden auch, und das kriegt man nicht mit, werden auch gerne Pestizide gesprüht, damit einfach diese Insekten nicht in die anderen Länder getragen werden. Wir kriegen das nicht mit, wir riechen das In nicht. den Flugzeugen meinst du? Also auf jeden Fall in den Flughäfen. In den Flughäfen. Und ich gehe davon, also ich weiß, dass in den Flugzeugen auch sehr viel gemacht wird. Ob es jetzt Organophosphate sind, weiß nicht, aber das wird da auch, da sind auch viele Chemikalien im Einsatz. Ja. Und dann lohnt es sich halt, wenn man auch nicht nur vielleicht Glutathion liposomal dabei hat, sondern ja, Methylenblau ist ja so konzentriert, das kann man ja auch gut mitnehmen, dass man sich dann eben auch schützt. Und hat Man muss man natürlich hoffen, dass man mit blauer Zunge dann noch weiterkommt am Ja, Flughafen. das geht relativ schnell. Als ich das noch nicht mit dem Strohhalm getrunken habe, ich mache morgens immer meine Hunderunde. Und wenn ich dann so davon zurückgekehrt bin, so nach einer Dreiviertelstunde, war es auch weg. Ja. Manchmal war es ganz lustig, wenn ich jemanden unterwegs getroffen habe und die mich so komisch angeguckt haben, was die wohl gedacht haben. Also die Lippen waren wirklich blau, die Zunge war blau, aber ja, so what. Eine Schlumpf. immunologische Wirkung, ja? Ich habe gesagt, so ein bisschen wie ein Schlumpf dann. Ja, genau. Oh ja, das gibt es auch. Ein Kind wurde mal, die haben aus Versehen eine zu hohe Dosis gegeben, die haben sich da verrechnet und haben dem Kind eine viel zu hohe Dosis gespritzt. Und das war wirklich, hat wirklich blaue Haut gehabt. Aber sonst nichts, das war okay.
Man gibt ja auch bei Malaria kurzfristig extrem hohe Dosen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und das kann schon dazu führen, dass man durchaus mal blau wird, ne? Einfach mal blau machen. Also Methylenblau induziert ein NF2-Signalweg. Jetzt wird es ein bisschen medizinisch, aber ist halt auch so wichtig, weil NF2 ist ein Vermittler, der quasi Entzündung mitreguliert und auch mitunter, da, also auch die Tumorzellen damit beeinflussen kann. Muss man immer gucken, kann auch in die andere Richtung gehen. Also man muss bei Tumoren ja sowieso immer aufpassen, was man tut. Ob das jetzt Folsäure ist oder Glutation, was sonst immer auch gut ist, ist da auch immer abzuwägen, weil Glutamin ja, auch, oder? bitte? Glutamin auch, oder? Ja, weil einfach die Tumorzellen sich eben das, was für uns gut ist, sich selber auch zunutze machen können. Ne? Deswegen muss man das wirklich gut beobachten. Aber dieser NRF2-Signalweg, der reguliert die Zellantwort eben auf den oxidativen Stress und die Entzündung. Das ist wichtig. Und der wird zum Beispiel durch bestimmte Proteine, die Entzündungen auslösen und auch von bestimmten Viren induziert werden, wird das blockiert. Und so, und was dann eben dadurch passiert, wenn der NRF2-Signalweg aktiviert wird oder induziert wird, dann werden diese Entgiftungsenzyme aktiviert. Das ist die Superoxid-Dismutase. Das kennt man auch als Entgiftungsenzym, manganabhängig meistens, die Glutathionperoxidase sowie das Superoxid-Dismutase. Die helfen halt, die Zellmembranen und die Oxidation der Zellmembranen aufzuheben oder zu regulieren. Und deswegen ist es ja so, wenn man hohe Blutfette hat, ist das Fett per se erstmal nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass das Fett ranzig wird im Blut und in den Zellmembranen. Die Zellmembranen eben starr werden und dann eben Stoffe nicht mehr richtig eindringen können. Und dadurch die Zellmembranen eben nicht mehr in Ordnung sind. Also die Integrität der Zellmembranen wird geschädigt. Und deswegen haben wir auch hier wieder Herz-Kreislauf-Erkrankung, hohe Fettwerte, Diabetes, all das hängt ja zusammen. Haben wir wieder die Sauerstoffunterversorgung, haben wir auch die Oxidation. Dann gibt es noch Enzyme, die das Glutathion synthetisieren. Glutathion wird da zusammengebaut aus Glutamin, Glycin und Cystein und ist das, was in der Leberentgiftungsphase 2 so wichtig ist. Das heißt, die Leber findet quasi die Gifte, macht sie reaktionsfreudig und jetzt müssen die irgendwo hin. Die müssen irgendwie neutralisiert werden. Da kommt dann die Leberentgiftungsphase 2, unter anderem das Glutathion, fängt das dann ein und dann ist es ausscheidungsfähig. Und wenn die nicht funktioniert, dann sind die Gifte quasi noch giftiger als vorher und können noch mehr Schaden Richtig. anrichten. Das ist das, wo wir bei Entgiftungen immer aufpassen müssen, dass das Abtransportieren funktioniert und man eigentlich bei jeder Art von Entgiftung immer auf die Leberentgiftungsphase 2 zuerst guckt. Bevor man bei der Phase 1 ankurbelt, sollte man sehen, dass man den Müll auch wegtransportieren kann. Und dann gibt es noch zwei andere, die dann auch noch mit dem Thiolstoffwechsel und so weiter zu tun haben. Die sind nicht so bekannt, darauf wirken sie aber auch. Also. Also heißt, die körpereigenen Entgiftungsmechanismen kann Methylenblau sehr gut unterstützen und die laufen bei den meisten Menschen, gerade wenn sie gesundheitliche Themen haben, funktionieren die nicht mehr so gut. Zum Richtig. Beispiel auch wegen der hohen Giftbelastung, weil einige Gifte auch diese Enzyme blockieren oder Richtig. auch weil Mikronährstoffe fehlen und so weiter und so fort. Exakt. Schön zusammengefasst, Sören, super. Das ist ja meine Aufgabe. Ja. So, jetzt kommt das Wunderbare. Es wirkt antibakteriell, antiviral, antimykotisch, antiparasitär. Ich habe es auch, also antibakteriell, auch äußerlich. Ich habe es eingesetzt bei Halsentzündungen.
dass man dann zum Beispiel mal ein bisschen konzentrierter das gurgelt und dann in dem Moment, wo auch antiviral, wo man zum Beispiel, man hat ja die Eintrittspforte über Nasenrachenraum und wenn man dann gurgelt und das in dem Bereich eben in den Schleimhäuten sich etwas anreichert, dann ist die virale Abwehr eben auch besser. Antimykotisch, also gegen Pilze wirkt es und auch beispielsweise gegen Fußpilz habe ich auch ausprobiert beim Patienten. Das reichert sich auch an, da wo eben häufig ist unterm Nagel dann auch so, da ist ja Luft quasi drunter und tote Zellmasse und das wird alles gefärbt. Das bleibt auch blau erstmal. Aber ich meine, Fußpilz sieht sowieso hässlich aus und ob es jetzt noch blau ist obendrein, aber dann wächst es auch raus. Also man kann mit Methylenblau wirklich gut auch Fußpilz bekämpfen. Kurt Müller sagte mal, das geht auch gut mit Jod. So gut Logische verbannt. Lösung. Genau, Lugolsche Lösung. Und Wasserstoffperoxid würde ich da nicht so empfehlen, weil das mal unter den Nagel kriechen kann und den anheben kann. Das tut dann einfach weh. So, und bedingt auch antiparasitär, so wie. Man muss sagen, die Erreger, die in die roten Blutkörperchen eindringen, das sind Parasiten bei der Malaria. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe auch nichts dazu gefunden, inwiefern das jetzt größere Parasiten wie Würmer bekämpft, aber ich kann mir vorstellen, dass die das auch nicht besonders toll finden. Ja, und einfach dadurch, So. dass unser Gesamtorganismus sehr gestärkt wird, mehr Energie hat, entlastet wird, Sauerstoff hat. genau, wirkt es auch indirekt quasi gegen die ganzen Erreger, weil das Wir haben Immunsystem ja dann besser funktioniert. richtig. Und wir haben ja bei chronischen Infektionen auch immer diese Situation, dass immer irgendwie die Temperatur runtergeregelt wird, die Sauerstoffversorgung abnimmt, die Fließeigenschaften schlechter werden. Das ist ja so, geht ja alles zusammen. Und das ist natürlich auch bei Diabetes, dann finden die auch noch schön Zucker im Blut und bei mehr Fetten finden sie eben auch mehr Fette, haben ordentlich Futter und das ist natürlich wunderbare Voraussetzungen, ne? Also, dass es epigenetisch wirkt, haben wir schon gesehen, dass es diese Entgiftungsenzyme eben moduliert im positiven Sinne. Und aber nicht nur das durch seine Redox-Eigenschaften und so weiter, sondern auch, weil es ein Methylgruppenspender ist. Was sind Methylgruppen? Wir kennen Methylfolat, die aktive Form der Folsäure. Wir kennen MSM, Methylsulfonmethan. Wir kennen Methylcobalamin, eine Form, aktive Form von dem B12-Vitamin. Und DMSO, Dimethylsulfon. Und so Dimethylsulfoxid, DMSO. Also überall sind diese Methylgruppen drin. Und wofür brauchen wir die? Wenn wir uns einen DNA-Strang vorstellen, dann sind die Gene da drauf in einem bestimmten Abschnitt. Also es könnten zwei Schleifen sein, drei Schleifen, wie auch immer. Darauf sind die kodiert. Das ist so wie festgelegt auf der Festplatte, aber die Datei wird nicht aufgerufen. Und jetzt kommt eine Methylgruppe. Hier sieht man auch, dass das also ein C-Atom mit drei H-Atomen ist. Und die funktionieren wie Lichtschalter. Aber Lichtschalter, die sowohl anschalten als auch abschalten. Und dadurch die Genexpression beeinflussen. Man muss sich das so vorstellen, dass zum Beispiel in dem Moment, wo bestimmte Gifte vermehrt anfallen, müssen halt oder entgiftende Enzyme aktiviert werden. Das passiert über Methylgruppen. Da muss man aber auch aufpassen. Es gibt auch Menschen, die sind übermethyliert. Das ist auch nicht günstig. Die meisten sind eher untermethyliert. Sowas kann man auch messen. Da gibt es bestimmte Urintests, mit denen man das messen kann, aber das muss man auch wissen, dass es das mit einer Rolle spielt, dass eben auch da Methylgruppen drin sind, die auch also epigenetisch regulieren. Und zum Beispiel ausgerechnet an dem MAO-Enzym dazu führen, dass das MAO-Enzym langsamer getaktet wird. Was haben wir, wenn es schnell getaktet ist? Dann wird Dopamin und Adrenalin schneller abgebaut. Das kennen wir von den Menschen, die quasi sehr stressbelastbar sind, auch einen hohen Bewegungsdrang haben und eigentlich erstmal viel Action brauchen, damit sie auf Betriebstemperatur kommen, sage ich immer so. Wenn jetzt aber das Dopamin
zu stark aufgebraucht wird, der Stress zu lange anhält oder durch chronische Infektionen, Erkrankungen, was auch immer, Entzündung, eben alles so in die Knie geht, dass die nicht mehr, dass es für die Verhältnisse zu schnell abgebaut wird, dann entsteht zum Beispiel Ängstlichkeit, Angst, Unsicherheit, unverhältnismäßige Ängstlichkeit, zu große Sorge um alle möglichen Dinge. Das ist so wo es im also wo wir das noch nicht unbedingt als pathologisch sehen, aber die Menschen natürlich in ihrem Alltag schon stark beeinträchtigt. Und wenn das Enzym jetzt ganz weit in die Knie geht und kaum noch Dopamin produziert, was haben wir dann? Parkinson. Und wir haben einen Patienten, der wurde durch seine Tochter im Rollstuhl zu uns gebracht, eigentlich weil er eine chronische Bronchitis hatte. Und sie meinte, sie möchte gerne, dass er behandelt wird. Und dann habe ich gefragt, ja, was hat er denn? Ja, er kriegt also sein L-Dopa und so weiter, aber er war früher unglaublich aktiv, er war ein Wanderer und war ständig unterwegs. Und jetzt saß er eben in dem Rollstuhl mit den verkrampften Händen, hat auch nicht kommuniziert. Und dann haben die so ein Maskengesicht, weil auch die ganze Bewegung im Gesicht eingeschränkt ist. Und dann habe ich gesagt, lass uns ihm mal Methylene Blau geben. Das heißt es ja, man soll bei Marohämmern auf keinen Fall Methylen Blau geben. Das ist eben wirklich, das finde ich, muss man wirklich gut kontrollieren. Wir haben ihm das gegeben, wir haben das auch in dem Pflegeheim angeordnet. Die Schwestern haben zunächst, muss man sagen, unter Widerstand ihm das gegeben. Und dann haben sie aber gemerkt, wie stark er sich verbessert hat. Also er fing nach einer halben Stunde, nach 10 Tropfen, fing er an zu kommunizieren. Inzwischen muss er nicht mehr gefüttert werden, sondern ist selbstständig. Er geht auch selbstständig zur Toilette. Er Wow. läuft auch wieder und er unterhält auch das Pflegepersonal. Und das, was so süß war, war dann, dass die Pflegekräfte dann die Tochter gefragt haben, wo sie das denn her hat, ob sie das denn auch haben können. Sie werden alle so überarbeitet. Und das hat sich in dieser Pflegeeinrichtung dann so durchgesetzt, dass die ganzen Pflegekräfte jetzt alle Methylen Blau nehmen. Also sind jetzt alle blau dort. Ja, genau. Super. So kann es auch gehen. Also, wenn ich Menschen habe, die zur Ängstlichkeit neigen, dann komme ich schon in die Richtung, ich gucke mir, mache ja viel Nutrigenomik quasi oder ich schaue mir die epigenetische Veränderung an, Genanalysen und so weiter. Und da ist es für mich so, ich erkenne das eigentlich schon, wenn ich so ein paar Fragen stelle. Ne? Und wir haben natürlich auch genau das Gegenteil, wo man einen langsamen Dopamin- und Adrenalinabbau hat. Das ist bei mir so. Also da muss ich dann immer aufpassen, wenn ich dann meine 30 Tropfen genommen habe, dann bin ich schon recht ungeduldig geworden. Also ich kann sonst auch ungeduldig sein, manches geht mir nicht schnell genug und werde auch nicht wirklich müde, das ist auch nicht gut, ne? Wenn man also wirklich sich dann auch verbrennt, weil man einfach sehr, sehr aktiv ist. Und wenn ich dann gemerkt habe, so ich wurde richtig unruhig, habe so mehr Herzklopfen gehabt und so weiter, dann habe ich natürlich Trofantin genommen, das ist sowieso mein Lieblingsmittel, was ich dann werfe oder tropfe. Und das hat sich dann so ein bisschen einreguliert. Aber das nur noch mal als Hinweis, wenn Leute eben sehr unruhig werden. Jetzt zur Neuroprotektion und Regeneration. Das ist eben das, was Methylen Blau auch kann. Und hat bei dieser MAO-Wirkung eben auch dieses Enzym diese Eigenschaft, dass es antriebssteigernd ist, angstlösend, antidepressiv. Jetzt kommen wir auch zu dieser Neuroprotektion, das geht so Hand in Hand. Es verbessert also die Zellatmung dieser Nervenzellen, der Astrozyten, und schützt vor Zellschäden durch den Glukosemangel. Das ist ja auch bei Demenz und Alzheimer so, dass wir einfach keine vernünftige Energiegewinnung mehr im Gehirn haben. Dadurch kommt es ja erst dazu. Das ist ja auch bei Diabetes so. Die Zelle schreit nach Energie. Dann kommt das Insulin an mit seiner Glucose unterm Arm und sagt die Zelle, na, du machst mir viel zu viel Dreck in meiner Zelle. Also ich brauche dich zwar, aber wenn ich die Glucose jetzt hier noch verbrenne, dann bilde ich ja noch mehr freie Sauerstoffradikale. Mir geht es doch sowieso schon so schlecht. Ich kriege doch schon sozusagen auf den Knien. Und das ist dann die sogenannte Insulinresistenz. Und die haben wir natürlich dann auch im Gehirn und haben eine Glucoseverwertungsstörung und das macht dann eben auch Denkstörungen. Und dann gibt es aber auch noch, wo es dann auch das Nervensystem schützt, wenn man dann zum Beispiel Sauerstofftherapien macht und man würde das überstimulieren, dann ist die Zelle auch überfordert. Das heißt, in dem Moment würde es auch vor dem Zelltod schützen.
Das kann sein, wir machen auch diese IHHT, diese Intervallhypoxie-Hyperoxie-Therapie, die quasi die Mitochondrien trainieren soll. Das ist so ein Höhentraining. Wenn man jetzt aber das nicht richtig eingeschätzt hat und jemand damit überfordert hat, dann kann man halt auch genau das Gegenteil auslösen und in dem Moment Methylenblau quasi diese Schäden abwenden. Weil es regeneriert eben auch bei Hirnverletzungen, bei Schädigung der Nervenzellen und es verbessert die kognitiven Fähigkeiten. Ich nehme auch bei den Patienten die Cholinesterase ab. Das ist ein einfacher Wert, den man abnehmen kann. Und Cholinesterase ist ein Enzym, was Acetylcholin abbaut. Acetylcholin brauchen wir, um inspiriert zu sein, zu denken, gut und schnell zu denken. Und wenn ich das hochsehe, dann sage ich, frage ich dann schon, kennen Sie das? Dass ich in letzter Zeit irgendwie manchmal so denke, oh Gott, wo habe ich denn das hingelegt? Und wie war denn das? Also es ist dann noch nicht so auffällig. Und Menschen reden auch nicht gerne darüber, weil sie häufig denken, ich kann es ja sowieso nicht verändern. Es wird ja wie eine Schwäche gesehen, dass man plötzlich nicht mehr so eine gute Hirnleistung hat. Und für den Fall ist dann natürlich Methylenblau unfassbar reich, halte ich an Verbesserung. Also erstmal durch die bessere Sauerstoffverwendung des Gehirns und die Glukoseaufnahme in die Nervenzelle sowie Erhöhung des Acetylcholinspiegels. Das ist das, was dazu führt, dass wir eben diese verschiedenen Funktionen verbessern oder wo ich dann sage, ich kann auch getrieben sein dadurch, das ist mir eben passiert und eben auch recht ungeduldig, nicht aggressiv, sondern wirklich unfassbar ungeduldig. Mir ging wirklich gar nichts schnell genug. Dachte ich, ach Mensch, du hast einfach zu viel Methylenblau genommen. Es wirkt entzündungshemmend und es wirkt in der Nervenzelle antiapoptotisch. Also da ist es so, da wollen wir nicht den Zelluntergang. Da haben wir das, wo wir aufpassen müssen, natürlich bei Tumorerkrankungen, da wollen wir ja die Apoptose, das heißt den gezielten Zelltod von schlechten Zellen. Und da muss man eben genau immer gucken. Ne? Also bei den Nervenzellen, wenn die geschädigt sind, dann wollen wir natürlich nicht den Zelluntergang. Haben wir aber einen Hirntumor, müssen wir auch wieder genau aufpassen. Das würde es auch zu weit führen, da zu sehr ins Detail zu gehen. Zusammenfassend könnte man sagen, jeder Psychiater muss dieses Video hier gesehen haben. Wie auch immer, also wer sich dafür interessiert und wer so eine Begeisterung entwickelt oder entwickeln möchte wie ich, der hat die Möglichkeit, über das Video das zu tun. Deswegen teile ich das gerne. Und ja, steigert eben Dopamin durch Hemmung dieses Enzyms. Und das wird nicht komplett gehemmt, ne? Also es hemmt es eben, es verzögert das quasi und dadurch wird Dopamin nicht so schnell abgebaut. Es senkt den nitrosativen Zellstress, auch eine geniale Geschichte. Also bei den ganzen Patienten, die Gefäßverengungen haben oder bei der instabilen Halswirbelsäule, wo die Gefäße im Hals eben immer mal ein bisschen verengt werden, weil die Halswirbel nicht richtig aufeinander sitzen. Dann werden Stickoxide ausgeschüttet, das ist ja auch physiologisch und gut. Dann stellen sich die Gefäße weit. Wenn das jetzt aber dauernd passiert und dauernd herausgefordert wird, dann gibt es halt Peroxynitrit. Dann haben wir wieder so eine starke Oxidation, die dann zu sogenannten Nitrostress führt, nitrosativen Zellstress. So, und es aktiviert die Signalwege, die an dem mitochondrialen Poolerneuerung, das heißt die Neubildung von unseren Zellkraftwerken und die Zerstörung der ganz schlechten Mitochondrien beteiligt sind. Also diese Regulation der Regeneration auf allen Ebenen, sprich Longevity, Langlebigkeit, da gehört einfach Methylenblau dazu. Und es verhindert die Aggregation von falsch gefalteten Proteinen, also auch die Amyloidbildung. Also es kann ja fast alles in Bezug auf Gehirn und Nervensystem oder Nervenzellen, Nervengesundheit. Zumindest das Wichtigste kann es. Das Allerwichtigste, alles sicherlich nicht, aber es macht einfach richtig viel. Ja, Also, es ist. wo ich kein anderes Mittel wüsste, was das kann. Ja, und das ist nicht patentierbar, oder? Also, weil
da Ich rechtlich weiß nicht, ob aussieht. nicht solche Patente irgendwann auslaufen. Ja. Keine Ahnung. Aber es ist eben billig und gut, ne? Wenn man auch darauf achtet, dass man gute Qualität hat und dass die Schwermetallanalyse mit dabei ist. Ja, und wenn es ein Medikament, also wenn man es patentieren könnte und ein Medikament wäre, wäre es wahrscheinlich deutlich teurer. Regeneration, Reparatur, deswegen auch nach körperlicher Anstrengung, wunderbar. Davor auch. Also eigentlich die ganze Zeit Methylene Blau. Also bei Verbrennungen, dass man es auf die Haut äußerlich auftragen kann. Bei Herzmuskelschäden und Herzinsuffizienz habe ich es erfolgreich eingesetzt. Eine Sache, die noch nicht besprochen wurde, man hört immer wieder, dass es nochmal noch effektiver ist, wenn ich so eine halbe Stunde oder Stunde später mich danach aussetze. Kannst du dazu noch was sagen? Antiviral, antibakteriell, fungizid, also gegen Pilze und noch gegen einige Parasiten, regenerativ, Kollagen, Herzmuskel, Gelenke oder auch nach dem Sport, neuroprotektiv, nervenzellschützend, weil es die Blut-Hirn-Schranke passiert. Zum Thema Dosierung und Anwendung muss man zu irgendwas Abstände einhalten. Du hast gesagt, man kann es zum Essen nehmen, man kann es auch mit anderen wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmitteln kombinieren. Muss man irgendwas beachten? Sollte man Abstände halten, zum Beispiel zum Bindemittel wie Zeolit? Ja, so viel zum Thema Methylenblau. Ihr habt gemerkt, an einigen Stellen musste etwas zensiert werden, ja, aus Sicherheitsgründen. Wir haben jetzt zwar schon, wir sind jetzt zwar fast schon bei einer knappen Stunde, aber es kommt noch eine knappe halbe Stunde. Für den, ja, für den harten Kern. Also wenn du das komplette Video sehen möchtest, in voller Länge und auch unzensiert, dann klick am besten hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du das Ganze anfordern, natürlich 100% kostenlos. Und ja, da sprechen wir unter anderem auch noch über die genaue Anwendung von Methylenblau. Und es gibt noch ein paar Geheimtipps, Geheimtricks, wie man das am besten anwenden kann, beziehungsweise wie man die Wirkung auch noch sehr stark steigern kann. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, dann klick hier unten auf den ersten Link und dann sehen wir uns wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.